So, dann schauen wir mal. Zombie Farm. Yeah. Warte mal, kann man da mehrere bauen? Geht das? Weil wir haben hier noch mehr so passende Plätze einfach. Ne? Kann man da noch mehr bauen? Da muss ich dann mal schauen. Das wäre ja cool. So, dann bauen wir unsere erste Zombie-Farm. Unsere erste von hoffentlich 6 Stück. Da brauchen wir nie wieder anbauen. Das wär mega. So. Sehr schön. Wo ist unser Zombie, unser frisch erweckter? Den stellen wir da direkt dazu und dann schauen wir mal, was wir anbauen können. Nix. Wow. Also wir brauchen 24 Samen, wenn wir was anbauen wollen. Und da unten Farmqualität verbessern. Da brauchen wir 12-mal Spitzendünger. Interessant. Mal schauen, was wir für den Spitzendünger brauchen. So, die Zombie-Farm haben wir. Die packe ich mal da aus dem Weg. Und der Einbalsamiertisch war das genau. Da müssen wir jetzt eigentlich auch alles haben. Ich schaue gerade mal. Den Einbalsamier. Ach, ich habe vergessen. Ich habe vergessen, das eine Teil mitzunehmen. Entschuldigung. Ach, guck, da kommt auch wieder was Neues. Da kommt wieder Material. Ich habe vergessen, das eine Teil mitzunehmen. Ich dachte schon, hä, das hat doch eigentlich gepasst. So, jetzt müsste aber passen. Ein Balsamiertisch. Das ist natürlich ein Balsamiertisch. Ach, das müsste der Tisch sein, wo ich wahrscheinlich irgendwie Konservierungsmittel und sowas spritzen kann, vermute ich. Ach, den stelle ich jetzt mal dahin. Na. Gib her den Lachs. So, dich lege ich mal da rein. Weil wir können ja auch, wie wir auch hier in den Dingern gesehen haben, warte, nee, hier, doch hier war das, können wir nämlich hier diese Balsamierflüssigkeit machen und ich vermute mal, dass man das halt hier drauf einfach macht, ne? Und, oh, guck mal, jetzt haben wir sogar noch einen Platz mehr. Oh, der sieht aber nicht gut aus, das Teil. Eieiei. So, einmal arbeiten. Ich weiß, ich wollte nach dem Dünger gucken, aber den haben wir sowieso hier. Ich muss eh hier nur um die Ecke. Hier, genau. Also, Spitzendünger 1, da brauche ich Wachstumsbeschleuniger. Habe ich den schon irgendwo eingetragen? Schnelligkeitstrank? Nö. Oh Gott. Woher soll ich wissen, wie ich das, was ich brauche dafür? Woher? Wachstumsbeschleuniger. Ich würde mal sagen, da brauche ich irgendwas mit Schnelligkeit. Und keine Ahnung was. Ich glaube, bevor ich da irgendwas verbocke, ich glaube, dann google ich lieber. Macht, glaube ich, mehr Sinn. So, ich lege jetzt aber mal hier das Zeug noch dazu.
Ah, guck mal, das habe ich auch noch nicht beendet. Ah, aber wenn ich, warte mal, hatte ich das richtig gesehen? Bei dem Dünger brauche ich auch das da. Da lasse ich das hier nämlich mal hier. Und eine Made zum Erforschen, weil das haben wir auch noch nicht gemacht. Das haben wir, den Rest haben wir. Ach ja, hier, den Albalsamiertisch kann man auch weg tun. Der ist fertig. Da brauche ich jetzt eigentlich nur noch die Bienenstöcke, aber da brauche ich ja jede Menge Bienen für. So, jetzt können wir aber mal schlafen gehen. Ich bin tierisch müde. Unfasslich müde bin ich. Unfasslich müde. So. Genau, ich brauche ein paar Samen, damit ich da den anbauen lassen kann. Wo wir dann vielleicht rausgefunden haben, wie wir den Wachstumsbeschleuniger machen, dann könnten wir vielleicht auch unsere normalen Felder düngen und könnten da vielleicht ein bisschen bessere Pflanzen rauskriegen. Wäre auf jeden Fall keine schlechte Idee. Ach, guck da, Rüben und Karotten sind eh wieder zu wenig. Super. Aber Hauptsache Zwiebel, ne? So, das muss wieder runter. Ich weiß gar nicht, warum liegt das überhaupt hier drin? Das muss eigentlich oben in die Küche. So, wie viel Geld habe ich denn überhaupt? Wahrscheinlich so gut wie nix. 14 Silber, auch wie süß. Fleisch. Das und das. Jo. Dann würde ich sagen, ach genau, machen wir mal ein bisschen Holz, weil wir müssen so langsam wieder was verbrennen. So langsam aber sicher. Ich glaube tatsächlich, das, was an diesem Spiel so unfassbar Zeit frisst, ist halt die Tatsache, dass du teilweise sehr viel Energie brauchst. Und dadurch entweder sehr viel essen und trinken oder halt sehr viel schlafen muss. Wie man hier bei mir gerade sieht. Machst du eine Portion Holz klein, darfst du direkt erstmal die nächsten 3 Stunden, die nächsten 30 Stunden wieder schlafen gehen. Oder halt die lange Zeit, die du halt brauchst, um irgendwo irgendwas abzuliefern. Was war das denn gerade? So, jetzt mal wieder eine Portion Leichen loswerden. So, aber ich kann das eigentlich mal mitnehmen. Ach, schon wieder eine? Oh, komm schon. Der Esel hat echt nichts zu tun, ne? Ups. So, komm du mal gleich her, bevor dass du wieder am Gammeln bist. So, wie schaut es denn bei dir aus? Dumm. Habe ich noch was? Ach, tatsächlich, hier ist noch eins.
Ach, Moment, da sehe ich noch was. Boah, hier muss ich auch dringend weitermachen. Einmal das und einmal das. Und, ach ja, genau, da der Dünger. Ja, und ich wollte, entschuldigt mich mal kurz, ich schaue mal eben nach der Verlangsamungs-, nach, nee, Quatsch, nach dem. Ach, wie heißt das? Wie hieß das nochmal? Jetzt habe ich es vergessen, wie das Zeug hieß. Warte mal. Nein, falsch. Hier. Wie hieß das? Wachstumsbeschleuniger. Wachstumsbeschleuniger. Was brauche ich dafür? Asche und Lebenslösung. Asche und Lebenslösung. Habe ich denn Asche hier zufälligerweise? Oder muss ich erst holen? Also Asche und Lebenslösung. Gib mir mal eine Portion Asche hier rüber. So, ich packe das mal alles hier rein, der Ordnung halber. Und dann nehme ich mir einfach mal so eine 100er Portion einfach mit. Und hau die einfach mal hier oben rein. So, ich weiß jetzt nicht, ob ich Asche und Lebenslösung habe. Ach, das ist das Gelbe. Ich dachte gerade, das wäre das Grüne. Das Grüne, ja, das Grüne dachte ich genau. Lebenslösung. Und ach, natürlich habe ich keine Energie. Yay, Wachstumsbeschleuniger. Aber ich brauche das gleiche nochmal, weil ich brauche zwei. Weil ich habe gesehen, da kommen 10 raus, aber 12 brauche ich zum Upgraden. Also brauche ich definitiv noch eine Portion. Und genau deswegen gehe ich daher und sage, wir müssen alles, wirklich alles rausnehmen, was wir von den Leichen kriegen können, weil wir einfach dieses Gedönse brauchen. Wir brauchen das einfach. Wegen so einem kleinen Popel wieder, ne? So, wir können einmal zweimal Spitzendünger könnten. Spitzendünger herstellen. So. Aber hier hatten wir genau noch ein paar Gedärme. Oh Gott, sogar noch mehr. Yes, das ne. Na. So, jetzt ist mal wieder Platz. Jawohl, ja. Jetzt können wir die upgraden. Jetzt bin ich mal gespannt, was wir dann anbauen können. Dieses Ding hier nervt auch irgendwie total. So, guten Tag, mein lieber Zombie, der noch nichts zu tun hat. So, einmal verbessern und nu. Ah, jetzt können wir Silbernes anbauen. Und nochmal, ach, wir können ja nochmal auf Gold wahrscheinlich upgraden. Interessant, interessant. Das habe ich aber, glaube ich, noch gar nicht gelernt, ne? Hier denke ich mal, genau. Ich kann es aber. Oh, ich kann das direkt lernen. Nehme ich direkt mit. Apfelsaft. Kann ich denn noch irgendwas anderes? Stahlschwert. Ich glaube, das mache ich auch direkt.
Keramikurnen, verwandtes Erz. Oh, da brauche ich 50 für die Chirurgie. Ja, das ist das, was ich ganz gerne machen können würde. Du machst noch weniger Fehler. Was? Werkbank? Alchemie? Klingt spannend. Ja, da brauche ich dann erstmal das hier. Oh, ich muss echt noch sehr, sehr viel erforschen und erkunden. Das muss ich echt noch machen. So, aber jetzt, bevor das ist, wieder verschnappe. Ich habe eine ganze Menge Zeug im Rucksack, das ich ganz gerne mal verscherbeln würde hier. Bis auf das da. Das können wir eigentlich noch mal oben reinsetzen. Wir müssten eigentlich für hier auch noch ein paar Kisten bauen, ne? Würde sich auf jeden Fall anbieten, damit wir den Platz halt einfach haben. So, der Bauer war, glaube ich, hier unten. Ah, genau. Da ist er. Oder auch nicht. Nein! Hallo! Komm schon, ich möchte gerne was kaufen. Klapp an! Dabei gönne ich mir mal ein paar Pilze. Ah, da ist er. Guten Tag. Da haben wir schon mal die silbernen Linsensamen. Oh! Die silberne Kürbiskerne. Das wird allerdings doch sehr, sehr teuer. Oh, und silberne Zwiebelsamen haben wir hier. Also hier haben wir Silber und hier haben wir schon mal Silber. Den Rest haben wir... Ja gut, den Rest kann man auch in Silber, glaube ich, gar nicht. Gut, dann nehmen wir mal hier. Hier. Und hier. Na, wobei, das Geld haben wir eigentlich, dass wir da mal komplett den leer kaufen. Und aber, ich würde sagen, das bauen wir erst an. Ach, das bauen wir erst an, wenn wir hier unseren guten Dünger haben, weil ich habe irgendwie doch ein bisschen Angst, dass wir... Ja, dass wir einmal anbauen und dann nie wieder und einen Haufen Geld ausgegeben haben. Weil wir unsere... Weil wir nicht genug Samen einfach zurückkriegen. Wäre ja schließlich nicht das erste Mal, ne? Dass wir nicht genug Samen zum Wiederanbau kriegen. So, dann verscherbeln wir jetzt hier erst einmal... Ich gratuliere. Eine neue Kirche ist eine ziemlich große Sache für unser Dorf. Bald brauche ich neue Zimmer und Tische. Oh. Nice, dankeschön. So. Wieder ein bisschen Geld. Oh, oh. Moment, ich habe vergessen. Jetzt. Ach ja. Habe ich denn... Ich weiß gar nicht, hatte ich schon einen Ruhestein? Was kann man mit diesem Ruhestein machen? Ich gönne mir mal einen. Ich nehme den mal mit und erforsche den mal irgendwie. Kann ich den erforschen? Nö. Wie funktioniert das Ding bitte? Mir ist das schon so oft aufgefallen. Ich glaube auch schon früher. Ich weiß gar nicht, hatten wir früher schon einen gekauft? Ich weiß das gar nicht mehr. Weil ich weiß, ich habe den früher schon mal gesehen und habe das auch mal angesprochen. Weil Ruhesteine kenne ich zum Beispiel von World of Warcraft, wo man dann den Ruhestein bei einem Gastwirt in einer Stadt abgibt und sich dann immer dahin teleportieren kann. Aber ich weiß nicht, ob ich mal einen gekauft hatte. Ich guck mal. Glaub's aber nicht. Da ist keine. Da ist keine. Da ist auch keine. Ach, nee, das ist der Schleifstein. Oh, da müssen wir auch bald einen neuen kaufen. Da haben wir auch nicht mehr viel. Hm.
Ich hatte, was mache ich mit dem Teil? Den kann ich aber auch nicht da unten reinsetzen. So ein Scheiß. Benutzen? Oh, oh, oh.